So, Hades. Ich muss vielleicht noch mal mache ich das so? Ich teste es einfach, vielleicht ist es besser. Vorher speichern, nicht vergessen, dass ich den Weg will ich nicht nochmal reiten, ne? Manchmal verstehe ich die Checkpoints gar nicht, ne? Aber ich glaube, die brauche ich hier nicht mehr. Ich habe noch, bevor die Szene kommt, gespeichert. Kann den gerade. Ich kann den nicht so treffen, oder was? Mach mal dein göttliches Schild weg, Mann! Oh, das ging wohl daneben. Du hättest dich großartig in meiner Sammlung toter Helden gemacht. Sammel das!
Du spinnst doch! Diese kleine Pizza. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Ich glaube, das wird vielleicht heute nichts. Wenn ich den nicht bald down bekomme, machen wir den morgen. Das ist ein One-Hit. Alter. Das Nervige ist ein Schild. Du hättest dich großartig in meiner Sammlung toter Helden gemacht. Nachkommen, ist das dein Ernst?
Raiden! Ja, Leute! Danke für den Raid! Oh. Hab ich mich erschreckt? Hilfe! Ah, das ist gemein zu mir! Oh, wie war euer Stream? Was habt ihr gespielt? Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin so tot, 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 ich bin so tot. Jetzt komm schon. Nein, 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 nein. Heilung, Heilung, Heilung. Und weg. Oh. Ach, kurz Pause. Ah. Ich denke mal, ihr habt auch Assassin's Creed gespielt. Uff. Dieser Hades. Ich spiele übrigens auf Albtraum, nur damit ihr es wisst, und das ist die Hölle. Oh Gott! Oh, da, da. Du und dein dummes Schild, mein Freund. Habe ich es zerstört? Wow. Wuhu! Kommt sie hin? Ernsthaft? Ja, na, komm her. Ich mach Schaschlik aus dir. Uff. Hey, der hat noch nichts! Lass das! Ah, Mann, Hades! Hä? Oh nein, noch! Komm schon! Das ist unfair! Boah, Alter. Ja. Und hi, Morten. Ich habe ja schon alles in diesem Schwierigkeitsgrad bekämpft. Aber das ist übel. Richtig übel. Weil der einfach mal durch sein Schutzschild viel, viel, viel mehr Leben hat. Uff. Und wie es da Prügel gab. Da-da-da-da-da-da. Mein Schicken. Komm her. Ich hätte vielleicht mal meine Waffen auch bessern sollen. Vielleicht hätte es dann nicht so schwer.
Warum macht er jetzt schon nach so einem, nach einem Achtel? Soll ich denn jetzt 8 Leisten abprügeln? Im Schwierigkeitsgrad dauert das halt ewig, bis du überhaupt mal Schaden bekommt hier. Oh. Hier, friss Stier! Versuch mal diesen Fall. Oh, der wirkt ganz gut eigentlich. Hör doch auf, dich zu bewegen. Aber der kriegt wenigstens ordentlich Schaden, wenn ich das seine Leistung runterprügel, ne? Alles klar, morgen wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und auch einen guten Hunger. Oh. Oh, das ist doch dumm! Du schummelst doch! Alter, ist das dein Ernst? Ich hol gleich hier Kratos. Oh Gott, war das knapp! Ich wäre tot gewesen. Auf die Brust. Oh Gott.
Ach, hör doch mal auf, so unfair zu kämpfen. Meine Hände sind schon ganz schwitzig von dir. Alter, was macht der da? Hör doch mal auf mit deiner Scheißkugel. Come here. Das war mit Abstand der heftigste Fight meines Lebens. Na gut, Sekiro, da gab's doch heftigere, aber... Holy shit. Was gibt es da zu lachen? Als würde
dass sie irgendetwas bedeuten. Du bist eine Gefangene, egal wo du bist. Und schon wieder sind wir rausgeflogen. Ah, es gibt doch eine Episode 3. Oh, ist das schön. Clever. War klar, dass es eine Episode 3 gibt. Ah, wuhu. Ah, oh, wie gut. Oh. Victoria, was hast du getan? Alles okay da unten? Schalt den Funk aus. Das geht eindeutig zu weit. Ich fahr alles runter. Ich komm schon klar. Du bist nicht mehr du selbst. Und du benimmst dich wie ein Kind. Sieh dich nur an. Merkst du nicht, was der Staat mit dir macht? Du klingst dich in Demos Erinnerungen ein und läufst in der Unterwelt Amok. Das ist der Sicker-Effekt. Du schadest dir. Du musst aufhören. Gib ihn zurück. Sofort. Nein. Der Stab oder ich? Entscheide dich! Lass los! Das ist es nicht wert! Es ist zu deinem eigenen Haus! Steh auf, Victoria! Als ob sie nach so einem Schlag aufstehen könnte, also bitte! War meine Freundin. Das war ich nicht. Es funktioniert nicht. Ich brauche Zeit. Glaubst du, ich hätte das absichtlich getan? Es war der Stab, Aliti. Ich bin kein schlechter Mensch. Ich würde nie töten. Die Erbin der Erinnerung aus meiner Vision hatte Weitsicht. Deine Reaktion war völlig menschlich und unmenschlich. Ich fürchte, du kannst nichts aus dem lernen, was ich für dich erschaffen habe. Ich bin die Erbin der Erinnerung. Ich kann den Stab führen. Ich weiß, dass ich es kann. Das hast nicht du zu entscheiden. Ich entscheide, ob du würdig bist. Obwohl es vielleicht schon zu spät ist. Gut. Ich verschwinde für einen Moment, aber... lass nicht zu, dass ihr irgendetwas zustößt, okay? Und bitte geh nicht. Ich komme wieder. Ich gehe nirgendwo. Verdammt. Tut mir leid, Victoria. Ich kann jetzt nicht aufhören. Ich guck jetzt schon mal, wenn ich husten kann als nächstes. Da sind da einige an. Hier ist gerade jemand online gekommen, den ich hosten könnte. Ich
Satchgev, der ist gerade online gekommen. Ich hatte nämlich schon zwischen anderen überlegt. Gebe ich das schon mal ein. Ich glaube nämlich, dass wir sowieso nichts mehr an Sequenzen bekommen, aber ich will trotzdem noch, ja. So, wenigstens sehen, wo ich lande. So. Ich raide sogar. Okay. Dann bedanke ich mich. Obwohl, nee, hosten geht für mich immer einfacher. Da kann ich nämlich einfach den Aufnahme- und den Streaming-Stoppen-Button drücken. Also, ich bedanke mich dann fürs Zuschauen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.